dann wird es sofort von der einen Sekunde auf der nächsten schlagartig so richtig kalt. Ich bin eine Milchsäurebakterie. Guck mal, diese kleine Zecke hier, die versucht mich zu fressen. Ich fühle mich irgendwie so, als ob ich vielleicht nur 10% Power habe. Hier vorne sind ganz viele von genau diesen Spinnen. Und ich merke schon wieder, dass es Minute für Minute immer kälter wird. Oboi.com bietet jetzt aktuell bis zum 29.11. 2 Uhr einen Black Friday Sale an. Das heißt bis zu 45% Rabatt auf diverse Produkte. Der Shop spezialisiert sich hauptsächlich auf Outdoor- und Alltagsgegenstände. Außerdem, auf jede Bestellung innerhalb dieses Zeitraumes erhält ihr zusätzlich diesen 13 Gramm leichten Titan-Spork mit Flaschenöffner und Beutel gratis dazu, solange der Vorrat reicht. Ich habe hier drei Beispielprodukte, die jetzt ebenfalls im Sale stehen. Zum Beispiel dieser faltbare Campingsessel. Dieser wird in einer robusten Tragetasche geliefert. Besteht aus robustem Polyester und Aluminium, hat eine Hintertasche, worin man etwas verstauen kann, hat schon einen ganz guten Sitzkomfort mit einer hohen Rückenlehne und das Produkt macht mir persönlich einen sehr hochwertigen Eindruck mit guter, langlebiger Verarbeitung. Ein weiteres Produkt wäre dieser quadratische Aluminium-Klapptisch. Dieser wird ebenfalls in einer robusten Tragetasche geliefert, ist relativ einfach zusammenzubauen, ist groß genug, um mit 4 Personen gleichzeitig zu essen, hat abgerundete Ecken, um Stöße und Quetschungen besser zu vermeiden, hat rutschfeste Füße und was ich richtig gut finde, da der Tisch aus hitzebeständigem Aluminium besteht, kann man darauf direkt kochen, ohne die Sorge zu haben, dass der Tisch durch die heißen Töpfe beschädigt wird. Ein weiteres Produkt wäre diese Outdoor-Winterdecke. Dieser wird in einem Nylon-Rollsack mitgeliefert. Die Decke besteht aus Polyester, dient hervorragend als bequeme Picknickdecke, worin man diesen über die 4 Eckschlaufen auf Wunsch mit Hering am Boden befestigen kann. An sommerlichen Abenden kann man diesen auch als Schlafsackersatz nutzen und über die integrierte Schnalle kann man diesen ganz einfach zu einem wärmenden Umhang verwandeln. Und die Decke ist maschinenwaschbar. Die ganzen Sachen habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Wie gesagt, der Black Friday Sale geht bis zum 29.11. 2 Uhr. Viel Spaß beim Stöbern und viel Spaß mit dem Video. Seht ihr das? Das wird langsam immer heller. Also, es ist, die Sonne ist zwar natürlich noch nicht draußen, aber genau, da sieht man das auf jeden Fall, dass die Nacht bald überstanden ist. So, es ist heller geworden. Wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und ich werde mich hier aufwärmen, aber weil da oben so ein paar Scheißwolken sind, also diese leichten Wolken, versperren die so ein bisschen die Sonne, so dass nur ganz leichte Sonnenstrahlen die ganze Zeit kommen und vielleicht nur manchmal vielleicht so ein paar bessere Sonnenstrahlen. Das heißt, es dauert noch ein bisschen lange, bis ich mich ein bisschen aufgewärmt habe. Alter. Es war so eine richtige Scheißnacht gewesen. Die war richtig beschissen. Ah, mir ist immer noch richtig kalt. Vor allem diese Sonnenstrahlen sind erst jetzt gekommen. Also die ersten Sonnenstrahlen, weil eben gerade... Vorhin die ganze Nacht war klarer Himmel gewesen, aber gerade wo die Sonne aufging, war dann plötzlich ganz viele Scheißwolken gewesen. Und jetzt sind die endlich weg, und jetzt kommt endlich so ein bisschen Sonnenstrahlen. Ich will endlich aus dieser Kälte weg. Die Kälte muss aus dem Körper raus, das ist ganz wichtig. Ich hab schon viel zu genug gezittert. Boah, meine Fresse. Es muss warm werden. Ja, diese scheiß Wolken da oben, das ist so scheiße. Es kommt kaum Sonnenstrahlen durch. Und ich warte die ganze Zeit, bis immer, dass endlich mal vernünftige Sonnenstrahlen durchkommen. Damit ich mich endlich mal warm machen kann. Ich warte die ganze Zeit, dass die Sonne mal verstärkt kommt, damit ich mich endlich aufwärmen kann. Aber genau jetzt ist hier eine richtig dicke Wolkendecke gekommen, die hier die Sonne versperrt. Das ist richtig widerlich. Die Wolkendecke muss weg. Jetzt muss es noch länger warten. Bis ich endlich nicht mehr frieren muss. Das geht mir richtig auf die Nerven. Ich will endlich die Sonne haben. Bevor ich das vergesse, male ich hier den 6. Strich für Tag 6 drauf, dass Tag 6 angebrochen ist. Zur eigenen Orientierung.
Guck mal, er hier, er hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Aber so richtig viel. Der hat schon bestimmt ganz viel Scheiße probiert. Also ganz viel verschiedene Scheiße. Er liebt so etwas. Deswegen bin ich fest der Überzeugung, dass der schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen hat. Guck mal, diese kleine Zecke hier, die versucht mich zu fressen. Die muss weg. Ich habe die Zecke weggemacht mit Kopf. Genau, hier ist die Zecke. Die werde ich jetzt wegschmeißen. Boah, ich habe hier bestimmt über eine halbe Stunde ganz geduldig nach der Sonne gewartet. Und jetzt kommt hier ein bisschen. Ich hoffe, die verschwindet gleich nicht. Weil guck mal, der Himmel, der sieht immer noch viel zu bewölkt aus. Das ist richtig widerlich. Ah, scheiße, die Sonne, die geht langsam wieder weg. Oder beziehungsweise, die wird schon wieder total schwach. Das gefällt mir nicht. Mir ist immer noch kühl, weil diese ganzen versifften Wolken die Sonne versperren. Aber ich habe Durst, deswegen muss ich trinken. Das Wasser ist echt kalt. Aber der Durst muss gestillt werden. Die Sonne will immer noch nicht rauskommen, weil hier ist eine Wolke nach der nächsten. Mir ist zwar immer noch nicht warm, aber zum Glück bin ich nicht mehr am Frieren. Und deswegen werde ich jetzt erstmal Heidelbeeren frühstücken. Heidelbeeren sind cool. Endlich ist es soweit. Die Sonne ist endlich mal zum ersten Mal vernünftig draußen. Nach so vielen Stunden warten. Und guck mal, da vorne ist nahezu blauer Himmel. Das finde ich richtig gut, endlich. Genau darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Endlich kann ich mich zum ersten Mal vernünftig aufwärmen. Und darauf, dass die Sonne heute zum ersten Mal vernünftig draußen ist, werde ich eine einzelne Blaubeere fressen. Guck mal, wenn blaues Himmel ist und die Sonne direkt strahlt, da ist das schön warm. Aber wenn da nur eine einzige Wolke vor der Sonne ist, dann wird es sofort von der einen Sekunde auf der nächsten schlagartig so richtig kalt. Und das ist richtig scheiße. Deswegen, die ganzen Wolken sollen weg. Und ich finde das scheiße, dass da ganz hinten schon wieder Wolken kommen. Das heißt, das wird gleich schon wieder richtig kalt. Das mag ich nicht. Weil ich wegen der Kälte extrem unausgeschlafen bin, werde ich jetzt hier draußen in der Sonne ein kleines Nickerchen machen. Weil ich habe voll Bock auf Wärme. Weil das finde ich cool. Bis später. Ich habe Schlaf nachgeholt und plötzlich ist das Wetter besser. Na gut, jetzt ist die Wolke da vor der Sonne, aber trotzdem ist das Wetter besser geworden. Und ich bin eine Milchsäurebakterie mit Kellerasselflechte. Hier. Ich habe kaltes Wasser getrunken. Yeah. Weil in der letzten Nacht und heute nicht geregnet hat, gehe ich davon aus, dass dieses getrocknete Gras jetzt trockener ist. Das heißt, ich werde davon noch viel mehr aufsammeln. Also ganz viel werde ich davon jetzt sammeln. Weil ich hier schon das allermeiste weggemacht habe von diesem getrockneten Gras und ich keine Lust habe auf kurze getrocknete Gras, weil damit kann man sich nicht so gut zudecken wie mit so einem langen getrockneten Gras,
werde ich den hier jetzt erstmal in meinen Shelter reinpacken und dann in einer anderen Stelle nach noch mehr getrocknetem Gras suchen gehen. Genau, das werde ich jetzt machen. Das ist immer noch ein guter Fluss mit Trinkwasser drin. So, das reicht erstmal. Weil guck mal, mir fehlen die Kohlenhydrate. Ich fühle mich irgendwie so, als ob ich vielleicht nur 10% Power habe. Ich komme extrem schnell aus der Puste und sowas. Das nervt. Mir fehlen die Kohlenhydrate. Übermorgen gibt's Kohlenhydrate und Proteine zum Fressen, warm. Das werde ich mir morgen holen. Ich meinte, übermorgen werde ich mir das holen, beim Abreisetag, bei Tag 8. Bei irgendeinem Imbiss oder Restaurant oder sowas. Genau das mache ich. Guck mal da hinten, die Sonne geht langsam runter. Und das heißt, bald kommt Dunkle und dann wird es schon wieder so richtig kalt. Und darauf freue ich mich natürlich überhaupt gar nicht drauf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute bestimmt wesentlich besser pennen kann als die letzten Nächte, weil ich jetzt mindestens doppelt so viel getrocknetes Gras hier habe. Vielleicht sogar dreimal so viel. Ich weiß nicht, warum ich nicht gleich auf die Idee gekommen bin, so viel getrocknetes Gras zu sammeln. Irgendwie gleich am ersten Tag, dann hätte ich da auf jeden Fall wesentlich besser schlafen können. Beziehungsweise weicher schlafen können. Ich habe ja am ersten Tag genau hier gelegen. Da habe ich ja den Shelter noch nicht gebaut. Also ich habe mich hier auf den Boden hingelegt, unter dem freien Himmel. Da hatte ich nur diesen Holzbalken gemacht. Genau. Prüfen, wie die Nacht heute sein wird. Ob die genauso schwer wird wie die letzten Nächte. Und ob ich diese Nacht viel besser schlafen kann. Das hoffe ich natürlich. Weil es war so richtig scheiße gewesen, hier zu schlafen. Und vor allem diese ganzen Wurzeln, die da drunter sind, die haben mich so richtig genervt. Aber jetzt habe ich da ganz viel getrocknetes Gras drüber gelegt. Ich hoffe, die werden mich diese Nacht nicht so stark nerven. Genau deswegen habe ich gerade ganz viel getrocknetes Gras gesammelt. Habe ich gut gemacht, ne? Richtig geil. Diese Dinger, die sollten gegen Lungenkrankheiten helfen, habe ich gelesen. Deswegen frisst man die. Irgendwie gegen Bronchitis oder so etwas oder ich glaube Asthma oder so habe ich gelesen. Aber wissen tue ich auch nicht. Cool, oder? Bisschen kalorienreiches Abendbrot. Damit der Hungergefühl für nachts gestillt ist. Das ist immer noch Baumrinde. Diese Stückchen hier, die hier dran sind. Die sind gut. Die machen auf jeden Fall sehr schön satt. Guck mal, die Sonne geht immer weiter runter. Und ich merke schon wieder, dass es Minute für Minute immer kälter wird. Nur weil da ganz hinten diese Sonne runtergeht.
Deswegen wird das Minute für Minute immer kälter. Und immer unangenehmer schon wieder. Ich freue mich schon wieder nicht auf die Nacht. Guck mal hier. Ich habe hier Besuch von diesem Vollfettkäfer bekommen. Und wisst ihr, warum das ein Vollfettkäfer ist? Weil der so richtig fett ist. Guck mal hier. Dieser Stock hier, der die ganze Rinde hier hält, der ist hier angebrochen. Das heißt, es könnte gut sein, dass währenddessen ich hier schlafen tue, dass dieses hier dann plötzlich durchbricht und diese gesamte Rinde auf meinen Kopf fällt und mich total erschrecken tut. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das vielleicht passieren wird oder nicht, weiß ich nicht, aber da bin ich ganz gespannt drauf auf jeden Fall. Und guck mal hier. Hier vorne sind ganz viele von genau diesen Spinnen. Also ich sehe jetzt gerade zwei. Die eine ist auf dem Boden, die zeige ich jetzt nicht. Aber gestern habe ich ganz, ganz viele hiervon gesehen. Da sind ganz, keine Ahnung, so 5, 6 Stück oder so hier auf diesen Ast hier rumgelaufen. Die verstecken sich irgendwie da in der Rinde drin. Das heißt, ich habe ein neues Lebensraum geschaffen. Und genau, diese Hütte, die werde ich auf jeden Fall am letzten Tag nicht abbauen. Damit diese ganzen Insekten und Spinnen und so weiter hier ein neues Lebensraum haben. Und diese Dinger hier, die belästigen mich immer noch. Die belästigen mich wirklich jede Nacht. Und guck mal, hier vorne hängt noch eins. Die nerven mich so richtig. Die hier, die landen ständig irgendwie auf meinen Körper drauf. Irgendwie auf meinen nackten Beinen und sowas. Und manchmal auch ins Gesicht. Die sind... Ich mag diese Dinger hier nicht. Also die haben mich richtig gestört. Also beim für den Schlafkomfort haben sie mich die ganze Zeit richtig gestört. Ich werde mich gleich pennen legen. Und die letzte Nacht war bisher die kälteste Nacht gewesen. Definitiv. Ich habe die gesamte Nacht lang durchgefroren. Ich war vielleicht nur zweimal ganz kurz weg gewesen, aber sonst habe ich die gesamte Nacht lang wach gelegen und habe nur bis zum nächsten Morgen gezittert. Voll lauter Kälte. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Und ich muss sagen, zu ungefähr dieser Zeit war es in der letzten Nacht viel, viel kälter gewesen. Also da habe ich schon gefroren. Aber jetzt gerade geht das. Also ich bin positiver Dinge, dass diese Nacht auf jeden Fall angenehmer wird als die letzte Nacht. Weil jetzt gerade ist es nicht kalt genug, dass ich irgendwie frieren tue oder so. Also ziemlich normal, finde ich gut. Und vor allem, weil ich hier noch viel mehr getrocknetes Gras habe, um mich viel mehr zuzudecken und um weicher zu liegen. Deswegen bin ich 100% zuversichtlich, dass diese Nacht auf jeden Fall angenehmer wird als die letzte Nacht. Das finde ich richtig geil. Hier vorne kommt Tag 7 vom Selbstversuch. Aber falls Tag 7 noch nicht online sein sollte, kommt hier stattdessen ein Video, wo wir mit 20 Bierdosen einen Klettersteig hochgelaufen sind.